Ich begrüße dich. Es geht heute um 7 Fehler beim Wäschewaschen, die du bestimmt auch machst. Also wahrscheinlich nicht alle 7, aber vielleicht 1, 2 davon, denn ich habe sie auch schon alle gemacht. Ich habe mich natürlich mit diesem Thema mittlerweile sehr viel auseinandergesetzt und ich möchte dich gerne daran teilhaben lassen, wie du deinen Kleidungsstücken ein längeres Leben geben kannst und diese Fehler halt vermeidest. Ich bin Sabine von Ordnungsliebe und bei mir geht es um Ordnung, Aufräumen, Waschen, Putzen, Haushalt, alles, was ja so täglich in unserem Leben passiert, was wir alle machen müssen. Und ich möchte dir einfach meine Liebe dafür mitgeben und dir zeigen, dass das eigentlich kein großer Stressfaktor in deinem Leben sein muss, sondern dass es auch leicht und ja, mit Liebe funktionieren kann. Und deswegen gehen wir auch gleich in das Thema, denn wir haben heute einiges vor. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm auf jeden Fall einen Daumen hoch. Lass mich in den Kommentaren wissen, was so deine Erfahrungen sind, in welche Fallen du schon getappt bist und die auch so deine Wäsche so richtig kaputt gemacht haben. Da gibt es einiges. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. So, wir sind mal wieder beim Thema Wäsche waschen. Und Wäsche waschen ist sowas, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Also ich sortiere gerne Wäsche. Man glaubt es kaum. Ich mache das wirklich gerne. Und bei uns im Haushalt gibt es total oft den Konflikt, dass mein Mann das schon irgendwie vorsortiert hat und ich das gerne aber nochmal umsortiere und so. Vielleicht sind wir da ein bisschen freakig, aber das ist ein Thema Wäsche. Da kümmere ich mich sehr gerne um. Bis zu dem Punkt, wo sie trocken ist und dann habe ich keine Lust mehr. Also wegräumen, das ist nicht so meine Leidenschaft. Aber so dieses sich Gedanken machen, was passt in welchen Haufen, wie kriege ich das jetzt besonders schnell und effektiv sauber, das ist sowas, was mir sehr viel Freude macht. Und dabei unterstützt mich bei diesem Video wieder die Firma Obenland. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus dem Badputzvideo und dem Küchenvideo. Solltet ihr euch auch unbedingt nochmal anschauen. Und die haben nicht nur Putzmittel, sondern auch Waschmittel. Aber da kommen wir später dazu. Lasst uns direkt loslegen. Es sind 7 Punkte, eigentlich sind es 8 Punkte und uneigentlich sind es 9 Punkte. Und deswegen fange ich mit Punkt 0 an, dass wir am Ende dann doch mit den 7 rauskommen. Der 0. Punkt ist: Vergiss nicht, deine Wäsche zu sortieren. Das ist was ich mittlerweile echt oft sehe, dass alles irgendwie in die Waschmaschine gehauen wird, egal welche Temperatur, egal welche Farbe, egal welches Material und nachher irgendwie alles nicht mehr strahlend weiß ist oder alles rosa verfärbt ist oder so. Also das ist was ich ganz, ganz oft mittlerweile sehe. Sortier deine Wäsche. Das ist das A und O und das ist das allererste, was man lernen muss. Das ist auch das allererste, was ich meiner Tochter beigebracht habe. Hau nicht alles zusammen in die Waschmaschine. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu Punkt 1. Jetzt kommt natürlich das Waschmittel dazu. Und den ersten Fehler, den man machen kann, ist zu wenig Waschmittel benutzen. Das ist jetzt, okay. Zu wenig, was soll denn da schon passieren, dann wird es vielleicht nicht richtig sauber. Aber ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, dass deine Wäsche dann so richtig muffig riecht. Das Problem ist nämlich, dass wenn nicht alles aus den Fasern gelöst wird, sich da Kalk absetzen kann, deine Wäsche wird grau, sie riecht muffig, weil sich halt Bakterien da reinsetzen können und alles in allem ist es nicht wirklich hygienisch. Also, zu wenig Waschpulver ist Punkt Nummer 1. Der zweite Fehler ist natürlich ganz eng verwandt mit Nummer 1, ist zu viel Waschmittel. Und das sehe ich ganz oft, dass so Pi mal Daumen irgendwie reingeschüttet wird in die Waschmaschine oder halt in das Waschmaschinenfach oben. Und ich weiß nicht, es machen ganz, ganz viele wahrscheinlich aus Bequemlichkeit einfach so rein, wird schon passen und dann ist es überdosiert. Und das hat den Nachteil, es ist A, sehr teuer, weil wir einfach viel zu viel Waschmittel kaufen müssen. B, ist es für unsere Umwelt nicht gut, weil es die Gewässer belastet. Ja, und C, ist es halt auch nicht wirklich gesund für uns, weil dieser Spülvorgang, den die Waschmaschine hat, der holt nicht das gesamte Waschmittel dann raus und das lagert sich auf unserer Kleidung ab. Das kann auch muffig werden oder stumpf, aber es kann natürlich auch Allergien hervorrufen, wenn wir diese ganzen Dinge, die sich da in unseren Textilien festsetzen, immer wieder auf der Haut haben. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel ist denn die richtige Menge an Waschmittel? Und nicht nur an Flüssigwaschmitteln, sondern auch an Waschmittel.
Pulver. Und das ist was, was mich auch jahrelang wahnsinnig irritiert hat. Weil da steht ja unglaublich viel drauf hinten auf so einer Waschmittelverpackung. Da steht was von Millilitern und von Gramm und dann Wasserhärte und Verschmutzungsgrad der Wäsche. Und dann kommen noch Kilogramm dazu von der Wäsche. Und ich denke mir so, boah, jetzt noch Dreisatz hier vor der Waschmaschine. Oder was muss ich da jetzt machen, dass ich da die richtige Dosierung bekomme? Aber im Grunde ist es ganz einfach. Tatsächlich wird unsere Menge, die wir an Waschmittel benutzen sollen, in Millilitern gegeben. Und das ist auch bei Pulver so. Da hat sich glücklicherweise die Waschmittelindustrie geeinigt, dass die Maßeinheit für Waschmittel Milliliter ist. Und deswegen ist mein allererster großer Tipp an dich, besorge dir eine Dosierhilfe. Die war früher immer mit dabei bei den Waschmitteln. Ich erinnere mich an diese großen Boxen, die wir immer zu Hause hatten. Da war immer ein Messbecher mit dabei. Und mittlerweile muss man den sich, glaube ich, kaufen. Aber tatsächlich besitze ich jetzt wieder einen, weil die Firma Umland, da ist der Messbecher oben mit drauf. Ich zeige dir nachher, wie das bei denen funktioniert. Aber auch hier ist es in Millilitern angegeben und ist super praktisch. Dann ist da natürlich noch die Kilogramm-Angabe für deine Wäsche. Da steht dann so, ja, 4 oder 4,5 Kilogramm ist so, glaube ich, die 0815 Maßeinheit, die da genommen wird. Jetzt gehst du ja natürlich nicht hin und wiegst vorher deine Wäsche. Also ich mache das jedenfalls nicht. Und das ist auch eigentlich ja, völliger Quatsch. Da geht man von der durchschnittlichen Waschmaschinengröße aus und wie viel da so im Durchschnitt reinpasst. Eigentlich ist es ganz einfach, du musst mit gesundem Menschenverstand rangehen, wenn da oben nochmal so eine Handbreit Platz ist. Und eine Handbreit ist jetzt nicht so flach, sondern so, ne? Dann kann sich die Wäsche richtig gut noch in der Trommel bewegen und dann wird sie auch perfekt gewaschen. Wenn du natürlich eine ganz große Waschmaschine hast, wo kiloweise deine Wäsche drin gewaschen werden muss, oder du hast eine ganz kleine, gibt es ja auch so Exemplare, dann musst du natürlich dementsprechend weniger nehmen. Aber das steht dann meistens auch hinten auf der Verpackung mit drauf. Und ich gebe dir noch einen Tipp, wenn du mal ein Gefühl dafür haben möchtest, warum das so wichtig ist, dass du die Waschmaschine nicht proppenvoll machst, dann guck doch mal beim Spülvorgang bei deiner Waschmaschine, wenn die sich relativ schnell bewegt und sehr viel Wasser auch drin ist. Und dann siehst du, wenn die nicht ganz voll ist, dass sich da die Wäsche richtig gut bewegen kann, dass sie auch wirklich gut durchgespült wird. Und wenn du das mal beobachtest, wenn die richtig vollgestopft ist, deine Waschmaschine, dann ist da nicht viel Bewegung drin. Ja klar, die bewegt sich, aber deine Wäsche in sich bewegt sich kaum oder die reibt dann aneinander. Und ich glaube, so ganz einfache Sachen, um mal hinzugucken und dann zu merken, ah, deswegen ist es so geplant, das hilft immer ganz gut weiter. Und was natürlich bei der Dosierung auch noch hilft oder was du beachten solltest, ist, wenn deine Wäsche sehr, sehr dreckig ist, dann kannst du natürlich in höhere Dosierung gehen, als wenn du jetzt irgendwie eine Bluse hast, die du nur einmal anhattest, wo kein Fleck drauf ist und so. Also Dinge, die du vielleicht auch nicht direkt auf den Körper getragen hast, die nicht richtig dreckig sind, die müssen natürlich mit weniger Waschmittel gewaschen werden, als was, was richtig dreckig ist. Ich denke da an Kindersachen, Matsch spielt, Wintersachen und so. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich glaube, wenn man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht, dann kann man sich die meisten Dinge sehr, sehr gut selber erklären. Und wie gesagt, hinten auf der Waschmittelverpackung ist meistens nochmal eine gute Hilfe. So, was ich noch vergessen habe, die Wasserhärte, die ist natürlich auch nochmal ein Gradmesser, wie viel Waschmittel du tatsächlich brauchst. Da schau auch hinten auf das Etikett, wenn du sehr hartes Wasser hast, ist das natürlich nochmal ein Unterschied. Du brauchst eine andere Dosierung, als wenn du sehr weiches Wasser hast, also ohne Kalk. Wir kommen zu dem Waschmittel meiner Wahl. Und zwar, das ist das Flüssigwaschmittel von Obenland. Und ich habe euch eben gerade schon gezeigt, es gibt diese praktische Dosierhilfe. Und die solltest du auch unbedingt nutzen, denn du brauchst für eine Waschladung ganz wenig, 20 Milliliter. Also es ist wirklich hochkonzentriert und du solltest auch nicht mehr nehmen, außer du hast halt wirklich stark verschmutzte Wäsche und so weiter, was ich dir gerade erklärt habe. Und es ist biologisch komplett abbaubar und was ich richtig klasse finde, es riecht auch noch gut. Also das ist so
saubere Wäsche. Also es ist nicht irgendwie Maiglöckchen oder sonst irgendwas, sondern saubere Wäsche. Das ist für mich auch immer so ein echt wichtiger Punkt, dass die Wäsche, die aus der Waschmaschine kommt, richtig gut riecht. Also 20 Milliliter sind das jetzt für mittelverschmutzte Wäsche. Das ist wirklich wenig. Das hat eine extrem hohe Waschkraft und deswegen reicht schon diese Minimenge, um die Wäsche sauber zu bekommen. Und ich habe es vorher ausgetestet. Ich teste ja immer alles vorher. Wie ich euch so kenne, wird jetzt die Frage nach der weißen Wäsche kommen. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Genau, in meinem Video zur weißen Wäsche hatte ich schon erzählt, dass man weiße Wäsche oft mit Flüssigwaschmittel nicht so gut weiß bekommt. Dafür gibt es von der Firma Obenland ein Weißfleckensalz, das man mit zu der Wäsche geben kann, um ja die weißen Sachen strahlend zu erhalten. So, ihr kennt mich ja. Bei mir müssen Dinge funktionieren und am besten auch Putzmittel oder Waschmittel mehrfach verwendbar sein, weil ich habe echt keine Lust auf irgendwie einen großen Putzschrank. Und da kommt mir das Rezept oder der Hack sehr zu Pass, dass man zum Beispiel, wenn man hier so ein bisschen speckigen Kragen hat bei einem weißen T-Shirt, das ist jetzt nicht super speckig, aber ihr wisst, was ich meine, dann kann man den Putzstein Unirein von Obenland benutzen, wie ich euch das schon gezeigt habe. So ein bisschen reiben, dann kneten, da erscheint ja, kommt hier dieser Schaum. Und den könnt ihr dann tatsächlich auf die Stelle auftragen. Das greift auch die Fasern nicht an. Und einfach ganz normal mit in die Wäsche geben. So, Punkt Nummer 3 ist falsches Befüllen der Waschmaschine. Also alles reinstopfen, dass alles proppenvoll ist, ist nicht optimal. Dadurch wird deine Wäsche nicht sauber und sie kann nicht rotieren, es kann nicht gut ausgespült werden, was an Waschmittel drin ist. Und so schadest du deiner Wäsche auch wieder nur, indem Rückstände drin bleiben und du nicht die optimale, ja, Möglichkeit hast, deine Sachen sauber zu bekommen. Und im Umgekehrten ist natürlich auch nicht gut, die Waschmaschine leer laufen zu lassen, also nur wenig reinzumachen. Das verbraucht unglaublich viel Wasser, Energie und im Endeffekt sind es dann Kosten, die wir sparen könnten, wenn wir unsere Waschmaschine optimal befüllen. Und du kannst dir merken, Baumwollsachen und Dinge, die etwas unempfindlicher sind, da kann die Waschmaschine etwas voller sein. Bei Feinwäsche und bei Wolle, also Stoffen, die empfindlich sind, sollte immer ein bisschen mehr Platz sein, damit die nicht zu stark aneinander reiben und irgendwie es Pilling gibt oder irgendwie Seidenstoff oder so angegriffen wird. Also damit kann man seine Wäsche auch relativ schnell ruinieren, es ist klar, wenn du Sachen aneinander reibst die ganze Zeit und nicht irgendwie sie locker flockig in deiner Waschmaschine rotieren lässt, dann nutzt sich die Faser ab und die Langlebigkeit ist nicht mehr so vorhanden. So, Tipp Nummer 4 oder Fehler Nummer 4. Du erinnerst dich, ich hatte dir gerade erklärt, dass wenn Wäsche sehr stark aneinander reibt, die Faser kaputt geht und aufraut und dann nicht mehr schön ist. Das passiert natürlich auch in dem Moment, wenn du einen Fleck hast und dann da drauf rumreibst. Also, wenn du einen Fleck entfernen möchtest, dann solltest du nie, nie, nie da mit Muskelkraft dran gehen oder schrubben oder machen oder was auch immer, sondern immer einen passenden Wirkstoff finden, der zu diesem Fleck passt. Da gibt es ja, also ich hatte das ja schon mal erklärt, wenn du zum Beispiel einen eiweißhaltigen Fleck hast, so wie Blut, dass du da kaltes Wasser drauf machen sollst, damit es auch aus der Faser gelöst wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen sehr hartnäckigen Fleck hast, und da kommen wir noch einmal dazu, dass ich es ja wirklich mag, wenn Dinge mehrfach einzusetzen sind, dann nimmst du Uniclean, einmal auf den Schwamm drauf, wupp, nicht viel. Ich habe jetzt glücklicherweise nichts mit einem fiesen Fleck, aber auch so reiben, dass es ein bisschen schäumt und dann nicht reiben, sondern drauf tupfen auf den Fleck. Und das so, in diesem Fall, man sieht, das zieht auch ziemlich gut ein.
Und Uniclean greift die Fasern überhaupt nicht an. Du kannst es also wirklich fast auf jeder Faser benutzen und dann einfach schwupps hinein ganz normal waschen. Wenn wir schon dabei sind, was unsere Wäsche wirklich kaputt machen kann, da gibt es was, was noch schlimmer als Reiben ist, und das sind Zähnchen. Das ist Fehler Nummer 5. Wenn du etwas in die Wäsche gibst, was Zähnchen hat, also einen Reißverschluss auf gut Deutsch, dann sollte der immer geschlossen sein, weil diese kleinen Metall- oder Kunststoffzähnchen, die reiben natürlich an den anderen Stoffen. Es kann dazu führen, dass Querfäden gezogen werden. Und es hat auch ganz oft den Nachteil, dass sich der Reißverschluss so ein bisschen verzieht. Also das ist mir auch schon sehr, sehr oft passiert, dass du irgendwie die Sachen in die Waschmaschine offen gegeben hast und dass dann ja der Reißverschluss irgendwie so ein bisschen wellig war und so. Und das kann dir nicht passieren, wenn du den Reißverschluss schließt und dann erst in die Wäsche gibst. Und das ist sowas, wo ich mir gedacht habe, ach Gott, ja, man kann es aber auch päpstlicher als der Papst nehmen. Mach's einfach. Auch bei den Jeanshosen, mach's zu. Dann bleibt's nicht irgendwo hängen. Es macht dir die anderen Sachen nicht kaputt. Und das sind so diese Sachen, wo du dich immer fragst, wo kommen denn eigentlich die kleinen Löchlein her an meinen T-Shirts und so. Vielleicht von diesen kleinen Zähnchen, die sie da so während der 40 Grad Wäsche reingebissen haben. Fehler Nummer 6. Jetzt kommt genau das Gegenteil. Und zwar geht es um Knöpfe. Knöpfe niemals zumachen in der Wäsche. Also, wenn du Hemden hast, Blusen hast, irgendwelche Jacken und so weiter, die Knöpfe nicht schließen. Denn die können dazu führen, also wenn du die alle zumachst, dass es dann in der Waschmaschine, dass das aneinander reißt und die Knöpfe abfallen. Also das ist auch was, was irgendwie, na klar, ist logisch, ne? Wenn du was zumachst und dann rotieren lässt, ich mache jetzt mal hier zu einen, und du lässt es rotieren und so, und dann sieht man ja schon, dann zieht es so ein bisschen. Das muss noch nicht mal stark sein, aber klar, dann lösen sich die Knöpfe sehr viel schneller ab, als wenn du sie ohne Widerstand einfach so in der Waschtrommel sich bewegen lässt. Ist auch eigentlich logisch, also ist auch eigentlich ganz einfach, weil wir ziehen ja eine Bluse oder ein Hemd aus und dann sind die Knöpfe sowieso offen und dann geht es in die Wäsche. Ich wollte das auf jeden Fall nochmal sagen. Nicht, dass du auf die Idee kommst, so, oh ja, klar, jetzt mache ich alle Reißverschlüsse zu und jetzt mache ich auch alle Knöpfe zu. Das solltest du unbedingt sein lassen. Fehler Nummer 7 ist das Wäschetrocknen, was du da falsch machen kannst. Und zwar geht es, ja klar, ne? Du solltest keine Seide, keine Wolle und so weiter in deinen Wäschetrockner packen, aber das wirst du wissen. Was du vielleicht falsch machst, ist deinen Trockner nicht richtig zu benutzen. Und zwar, ich kenne das von mir, dann hast du irgendwie Wäsche gewaschen, Trockner bestückt, wäschst dann vielleicht eine Stunde später die zweite Ladung, der Trockner ist fertig, du wartest, bis die nächste Ladung fertig ist, packst es in den Trockner rein und es ist vielleicht eine halbe Stunde dazwischen, dass der Trockner nicht läuft. Der Trockner kühlt runter und diese Restwärme muss erstmal wieder ausgeglichen werden, wenn er dann wieder angeworfen wird. Also, der Trick besteht darin, die Wäsche so zu planen, dass du direkt immer im Anschluss den Trockner weiter nutzen kannst. Das spart echt Energie. Also es ist nicht unerheblich, weil es halt nicht immer wieder hochheizen muss. Und es geht auch sehr viel schneller. Und dann ist es natürlich der gleiche Fehler, den wir bei der Wäsche machen. Wir machen den Trockner meistens viel zu voll. Ich mache den Trockner meistens viel zu voll, weil ich mir denke so, boah, das muss doch jetzt mal hier vorwärts gehen. Ich will hier heute noch fertig werden. Und dann werden die Sachen knitterig, sie werden nicht richtig trocken, haben halt auch wieder dieses Problem, dass sie aneinander reiben, dass wieder die Faser strapaziert wird. Also, wie bei der Waschmaschine gilt, den Trockner nicht überladen, sondern richtig viel
Luft lassen. Es gibt auch dieses Knitterschutzprogramm, das die meisten Trockner mittlerweile haben. Und das solltest du auf jeden Fall mitbenutzen, weil das auch die Wäsche so behandelt, dass keine Knitter entstehen. Du musst nicht mehr danach richtig viel bügeln. Es ist einfach eine wirklich sinnvolle Nutzung des Gerätes. Und ich bin ja selbst so jemand, ne? Neuer Trockner, super, Wäsche rein, ach ja, es gibt das Programm, sehr schnell, mittelschnell, was auch immer. Aber ich setze mich nicht damit auseinander, was das Gerät eigentlich kann. Und unsere modernen Geräte, die können so viel mehr, als nur Sachen trocken machen. Also ganz großer Tipp, mache nicht den Fehler, einfach nur die Standardprogramme zu benutzen, sondern setze dich mit deinem Gerät auseinander. Guck, dass du energiesparend deine Sachen trocknest, dass du wirklich alles aus dem Gerät rausholst. Denn es haben sehr viele Menschen sich sehr viele Gedanken gemacht, dass unsere Wäsche sauber gewaschen wird, energieeffizient getrocknet wird und so. Und wir sollten das einfach nutzen und nicht immer nur, wird schon trocken werden und dann hast du doch irgendwie so eine Knitterwindel nachher in der Hand. So, ich habe ja den Bonuspunkt noch versprochen und da geht es darum, unsere Waschmaschine ein bisschen Liebe zu geben und sie zu pflegen. Denn in einer verschimmelten Waschmaschine, in einer verkalkten Waschmaschine oder einer verschmutzten Waschmaschine wird unsere Wäsche nicht so sauber, wie wir uns das vorstellen können. Deswegen zeige ich dir da jetzt einen Trick. Nachdem bei dem Küchenvideo mir wirklich gute Rezepte genannt wurden, zum Beispiel mit der Spülmaschine, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dass man auch die Spülmaschine im Inneren, die Schläuche und so durchspülen kann, war klar, das geht auch bei der Waschmaschine. Und auch da habe ich ein wirklich gutes Rezept für euch. Ich schreibe euch das natürlich alles auch nochmal hier unten in die Infobox, beziehungsweise es gibt einen Beitrag dazu auf meinem Magazin ordnungsliebe.net. Da findet ihr alle Rezepte nochmal, wie ihr Sachen kombinieren könnt, damit die Sachen und eure Kleidung, eure Waschmaschine optimal sauber werden. Ihr erinnert euch an Uni Orange, das ist der Orangenreiniger. Davon brauchen wir eine halbe Kappe. Tick, tick, tick. Packe ich mal hier rein. Und vom Entkalker Kalmat einen halben Esslöffel voll und das geht direkt in die leere Trommel. Das gleiche Spiel nochmal, halben Esslöffel Entkalker, oben ins Fach, obala, Frau Haag macht Sauerei und halbe Kappe Uni Orange dazu und das lassen wir jetzt bei 90 Grad einmal durchlaufen. Also mit dieser Methode wird innen alle Schläuche und auch die Trommel gereinigt und desinfiziert und entkalkt und dann kann die Waschmaschine wieder genau das machen, was sie machen soll, richtig gut waschen. So, das waren meine 7 Fehler. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte da 27 Fehler draus machen können. Es gibt so viel, was man bei der Wäsche noch falsch machen kann. Aber ich denke, das war jetzt mal ein ganz guter Abriss, was so die groben Fehler sind, die wir alle gerne mal machen. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch und lass mich unbedingt wissen, was du noch für Tricks kennst, die du beim Wäschewaschen benutzt, beziehungsweise in welche Falle du schon getappt bist. Und auch wenn es manchmal so das Gefühl ist, oh, wie peinlich ist das denn, dass mir das passiert ist, aber daraus können wir ja alle lernen und wir haben sie alle gemacht, diese Fehler, müssen wir ja dann doch mal zugeben. Bis dahin, ich werde mich jetzt mal hier um das ganze Zeug kümmern, das gewaschen werden muss, das ich hier immer nur hochhalte, könnte man mal waschen, es muss tatsächlich gewaschen werden. Bis zur nächsten Woche.